Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meiner aktuellen Bücherwoche bei wunderbarem Sonnenschein. Überhaupt war diese Woche wettertechnisch, glaube ich, schon so ein bisschen ein Frühlingsbote. Sogar gestern, als es dann irgendwie schneite und stürmte, hatte man eher das Gefühl, es ist April als Ende Februar. Und ja, allerdings war es diese Woche auch mal orkanstürmisch bei uns, was ich persönlich überhaupt nicht gut fand, wenn man zwei Nächte durch Sturm, Krach und keine Ahnung nicht schlafen kann. Aber ich will mich nicht übers Wetter beschweren, man kann ja eh nichts dran ändern. Und heute freue ich mich über die Sonne, werde dann auch hinausstürzen in das schöne Wetter und vielleicht dann auch mal Fenster putzen. Die hätten es tatsächlich etwas nötig, aber... Es soll heute ja nicht um meine Fenster gehen. Ja, ich habe in dieser Woche drei Bücher beendet. Es gibt allerlei zu erzählen. Es gab diese Woche ein Hangout. Es ist für die nächste Woche ein Hangout geplant. Es gibt eine ganz tolle Neuigkeit zu mir und dem Drachenmond Verlag. Es gibt ein Gewinnspiel auf Instagram. Westworld nähert sich dem Staffelende, zumindest von der ersten Staffel. Es war wieder Indie-Autoren-Festival-Time und es gibt auch die Umfrage aus unserem Leseklub für das Märzbuch. Also allerlei zu erzählen. Ich denke, wir fangen einfach mal an mit den Büchern. Zuerst beendet, hatte ich euch letzte Woche schon erzählt, dass ich dabei bin, es zu lesen, ist Angel Fall, Tage der Dunkelheit von Susan E. Das ist der zweite Teil der Angel Fall-Trilogie. Wir erwarten also sozusagen auch noch einen dritten Band, um den es sich ja auch kurz schon Diskussionen rankten, ob es den überhaupt geben wird oder nicht. Ich habe ihn diese Woche beendet. Dann habe ich gelesen Rat der Neun, gezeichnet von Veronica Roth, ein Buch, auf das man ja als Bestimmungsfan, insofern ich mich da bezeichnen würde als jener, doch recht lange gewartet hat und wir hier tatsächlich eine ganz andere Richtung haben, nämlich so ein bisschen Science-Fiction, Fantasy. Und ich weiß auch noch nicht so recht jugendbuchtechnisch, aber da sprechen wir später drüber. Und dann unser Leseklubbuch wurde diese Woche auch gelesen, Die Falle von Melanie Rabe, ein Thriller. Zumindest steht das auf meiner Taschenbuchausgabe. Es gab wohl auch irgendwie Ausgaben, wo Roman draufsteht. Da bin ich tatsächlich ein bisschen irritiert, wie das passieren kann. Aber ja, ist mein erstes Buch von Melanie Rabe und was ich dazu erzähle, dazu dann natürlich später mehr. Aber wir starten mit dem ersten Buch der Woche und das war Angel Fall von Susan E. mit dem Untertitel Tage der Dunkelheit. Das Buch ist am 9. Januar diesen Jahres im Heine Verlag erschienen, hat 450 Seiten, kostet als Taschenbuch 10 Euro und als E-Book 9 Euro und ist eben der zweite Teil der Trilogie. Im Englischen ist die komplette Trilogie schon erschienen mit wunderschönen Covern, wie ich tatsächlich finde. Also die finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Und Angel Fall, die Geschichte von Angel Fall und mir ist relativ lange. Ich hatte den ersten Hardcover-Band auf dem Sub liegen, bis ich dann herausstellte, dass, ich glaube damals war es Heine Fliegt, dass Heine Fliegt die Trilogie nicht weiterführen wird. Und so ist Angel Fall tatsächlich ein bisschen in meiner Vergessenheit geraten, bis es dann letztes Jahr hieß, ja, Angel Fall wird neu aufgelegt, eben als Taschenbuchreihe. Und ich dann tatsächlich endlich den ersten Band gelesen hatte. Ich packe euch meine Bücherwoche zum ersten Band auch mal natürlich in die Infobox und war dann ganz gespannt auf den zweiten Teil. Jetzt kann man sich fragen, warum ich über einen Monat gewartet habe, den zweiten Band zu lesen. Muss ich tatsächlich sagen, es gab im Januar und auch noch im Februar Gespräche darüber, dass es vielleicht gar keinen dritten Band geben wird in Deutsch und ich dann wirklich sehr wenig Lust darauf hatte, den zweiten Band zu lesen, wenn der dritte denn nicht mit übersetzt wird. Ich verstehe diese ganze Thematik und Diskussion überhaupt nicht, weil mir da tatsächlich die Logik dahinter fehlt, warum man überhaupt anfängt, was neu als Trilogie hervorzubringen, wenn man dann eigentlich schon merkt, oh, irgendwie war es doch nicht so wie geplant. Was ich echt nicht verstehe, weil der erste Band der Angel Fall-Reihe war wirklich großartig und hat unglaublichen Spaß gemacht und ja, dementsprechend habe ich mich natürlich auf den zweiten Teil gefreut. Es ist natürlich jetzt schlecht, etwas zum zweiten zu erzählen, daher vielleicht die Grundgeschichte von Angel Fall. Wir haben hier eine zukünftige dystopische Endzeitwelt, ja wahrscheinlich eher eine Endzeitwelt als eine Dystopie, denn die Engel sind auf die Erde gekommen und wollen die Macht übernehmen und wollen eben ja im Grunde die Menschheit in Angst und Bange versetzen und das schaffen sie auch. Die Menschen haben Angst, die Menschen verziehen sich in ihre Häuser, in Unterschlüpfe und nach
nachts traut sich eigentlich keiner mehr heraus, denn die Engel sind nicht so, wie wir sie uns vielleicht vorgestellt haben, auf einer Wolke sitzend und Halleluja singend, sondern eben sie sind kriegerisch unterwegs und wollen sich das holen, was sie in all den Jahrhunderten, was ihnen da im Grunde irgendwie verwehrt wurde. Wir haben hier Penryn, unsere Protagonistin, die mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, mit ihrer geistig verwirrten Mutter und ihrer Schwester, die im Rollstuhl sitzt, eben mehr oder weniger auf der Flucht ist und irgendwann entführen die Engel Penryns Schwester Paige und sie geht jetzt eben auf die Suche nach ihrer Schwester und geht da sehr tapfer und wirklich mutig und mit ein bisschen einer frechen Schnauze sozusagen geht sie auf die Suche, trifft im ersten Teil unterwegs Rafe, einen Engel, der allerdings so das ein oder andere Handicap hat und selbst nach etwas sucht. Und so begleiten wir diese beiden eben mehr oder weniger durch den ersten Band und es war unglaublich spannend, es war düster, es war atmosphärisch, es war ein toller Schreibstil, der mich wirklich sehr, sehr gepackt und gefesselt hatte. Und das hatte ich mir auch vom zweiten Band erwartet. Muss aber tatsächlich sagen, dass der zweite Band im Grunde gefühlt nur irgendwie eine Wiederholung des ersten Bandes war. Denn es passiert relativ viel Ähnliches. Der gleiche Faden zieht sich durch den zweiten Band. Man hat das Gefühl, man hat ständige Wiederholungen und es war die ersten 150. Ja, also im Grunde hat er mir grob das erste Drittel angezeigt, ein bisschen was drüber. Vielleicht bis zur Hälfte war es wirklich unglaublich langweilig. Es gab Momente, da wollte ich gar nicht zu diesem Buch greifen, habe dann eher was anderes gelesen, habe dann auch mal ein paar Leute gefragt, die das Buch schon gelesen haben, sag mal, ging es euch auch so? Da waren die Stimmen dann sehr unterschiedlich, wobei ich mich dann schon wohlgefühlt habe, dass ich nicht die Einzige bin, die es so gesehen hat, was einen ja manchmal einfach beruhigt und ich fand tatsächlich den zweiten Band nicht gut. Ich fand ihn dann wirklich ab der zweiten Hälfte spannend und auch wieder dieses packende Gefühl hatte ich, es ist wieder ein bisschen das passiert, mit dem man nicht gerechnet hat und es ging in der Geschichte auch weiter, aber irgendwie wirklich so das erste Drittel, die erste Hälfte, die war wirklich sehr zäh, sehr langatmig und es war halt dasselbe. Es ist gefühlt das gleiche im zweiten Band passiert wie im ersten. Die Charaktere haben sich ein wenig entwickelt, das hat mir tatsächlich gefehlt. Ich bin ja ein großer Fan von Penryn, ich mag diese Art von starken Charakter, die eben nicht wehleidig umherläuft und ständig irgendwie sich für irgendwas die Schuld gibt, sondern die einfach macht und versucht irgendwie das Beste draus zu machen und eben ihre Schwester zu suchen und aber das hat mir tatsächlich, im zweiten ging mir das dann tatsächlich manchmal auf den Nerv. Es war halt wirklich viel dasselbe vom ersten Teil, man kann es tatsächlich nicht anders sagen und all das, was dann wirklich nochmal so ein bisschen Spannung hervorgebracht hat, waren dann eben die Dinge, die einen überrascht haben, die einen mitgerissen haben. Es werden auch so die ein oder anderen moralischen Fragen im Grunde geöffnet und auch irgendwie geklärt, wo man denkt, Mensch, hier merkt man, dass die Autorin sich doch mal auch noch über andere Dinge Gedanken macht und es wirklich spannend wurde. Und ich mochte dann eben auch die Interaktion zwischen Penryn und den Charakteren, die sie umgeben, auch zu ihrer Mutter, mit ihrer Schwester und das hat dann wirklich so ab der Mitte Spaß gemacht und dann waren, ich sag mal, 150 Seiten auch wirklich schnell gelesen und man war drin und man wollte es dann auch nicht mehr weglegen, aber der Weg dahin war schon sehr langweilig und zäh und man muss halt dranbleiben und ich muss halt sagen, ein Buch, was halt wirklich nur zu einer Hälfte gut ist und dann vielleicht wirklich auch sehr gut ist, da reißt es aber halt manchmal doch nicht raus. Also es war ein mittelmäßiger Band, es war eine mittelmäßige Geschichte. Vielleicht ist es wieder ein typischer zweiter Band. Das kann natürlich sein, dass der dritte Band das wieder herausholt. Aber ich fand den zweiten jetzt tatsächlich nicht so gut. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich weiß gerade nicht, ob ich mit der Reihe weitermachen würde, weil ich den Anfang wirklich langweilig fand. Und wenn sie im dritten Teil, also die Autorin, nochmal anfängt, alles zu wiederholen, da hätte ich echt ein Problem mit. Aber ja. Ja, das ist so Angel Fall. Gucken wir mal, wann der dritte herauskommt und ob ich ihn dann lesen werde oder nicht. Dann ein Buch, auf das viele, viele gewartet haben und ich glaube, ich gehöre da einfach dazu. Das neue Buch von Veronica Roth, Rat der Neun gezeichnet, ist erschienen am 17. Januar diesen Jahres im CBT Verlag. Gebunden kostet das Buch 20 Euro, als E-Book 16 Euro, hat 608 Seiten und ist somit ein Wälzer.
Und für mich ein Wälzer, das beginnt ja bei um die 600 Seiten. Und juhu, ich habe im Februar dann noch einen Wälzer gelesen. Das freut mich für mein Lesevorhaben, mehr Wälzer zu lesen. Und ist der Auftakt einer Reihe. Ja, Veronica Roth wird manchen ein Begriff sein. Sie ist ja die Autorin der Bestimmung, der Trilogie, wo ich den ersten Band grandios fand, den zweiten sehr gut fand und im dritten nicht nur wegen dem Ende, das sehr umstritten ist, sondern auch wegen diesem Mix an Stilen irgendwie nicht so gut fand. Aber ja, ich habe mich sehr gefreut, dass etwas Neues von Veronica Roth herauskommt. War auch sehr gespannt, ob es sich dabei um Jugendbuch handeln wird oder ob sie wieder in diese Dystopie-Richtung geht. Und nein, sie hat uns überrascht, denn es ist ein Science-Fiction-Roman. Und auch wenn er im CBT-Verlag erschienen ist, ist das für mich kein Jugendbuch. Und ich würde auch Jugendlichen unter 16 davon abraten, dieses Buch zu lesen. Das gleich vorneweg. Denn es hat doch manche sehr brutalen Szenen und manche wirklich erschreckenden Gedanken. Und es ist kommt für mich so ein bisschen in die Richtung auch Red Rising, was ja auch sehr brutal ist. Allerdings hat man hier tatsächlich öfter mal auch noch so ein bisschen logische Brutalität, insofern man das sagen kann. Also dass es tatsächlich irgendwie Gründe gibt, auch wenn es irgendwelche tyrannischen Gründe sind, aber man es nicht ganz so sinnlos macht. Das klingt total doof, aber ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Aber was geht es in dem Buch? Ja, wir sind in irgendeiner Zukunft und wir sind fremden und fernen Galaxien unterwegs und wir treffen hier auf Kyra Noavec. Sie ist eine Shotit und ist die Schwester des Tyrannen Rützek. Ja, die Namen, an die müsst ihr euch gewöhnen. Und auf dem, in dem Glauben, in der Richtung der Shotit gibt es eben, ja, Gaben, die Menschen bekommen, nicht alle, aber viele. Und eben die Noavec gehören eben dazu, dass sie Schicksalsgaben haben. Und ja, sie, unsere Kyra, eine unserer Protagonistin, es gibt da noch eine Protagonistin, also unsere Protagonistin, Kyra kann eben Schmerzen bei anderen verursachen durch Berührung. Allerdings ja, spürt sie diese Schmerzen auch selbst, das heißt, sie ist den ganzen Tag von Schmerz erfüllt und kann diese dann eben geballt weitergeben und wird dadurch, durch diese Gabe, die sie hat, von ihrem Bruder im Grunde als Folter und Quälmaschine missbraucht und sie wird dazu eben gezwungen, denn er weiß etwas von ihr, was er nicht möchte oder was sie nicht möchte, dass alle Shotit das wissen. Auf der anderen Seite haben wir Arkos Kereseth, einen Tuwe. Ja. Und er kommt eben von einem sehr friedliebenden Planeten, auf dem es schicksalsgesegnete Familien gibt. Und dazu gehört auch seine Familie. Seine Mutter ist ein Orakel und er lebt mit seiner Familie eigentlich sehr friedliebend. Und Orakel haben auch einen sehr angesehenen Posten sozusagen, werden eben auch von dem Rat der neuen Planeten im Grunde immer wieder dazu befragt, wie die Zukunft aussehen wird, welchen Weg der Zukunft man geht. Eines Tages passiert ein Überfall auf die Familie und Arkos wird von Rützek zusammen mit seinem Bruder entführt und auf den Planeten Tuwe gebracht. Ich glaube, das war jetzt richtig rum. Und ja, dort trifft dann eben Arkos auf Kyra und wir erleben die Geschichte aus beiden Sichten sozusagen. Denn auch Arkos kann etwas, was Kyra weiterhilft, denn er kann ihren Schmerz nicht spüren, sondern ihr sogar die Schmerzen nehmen. So, wer jetzt schon aufgepasst hat, hat gemerkt, oh, die Steffi hat Probleme mit Namen und Orten und das ist tatsächlich das große, große Problem dieses Buches, dass man die ersten 200 Seiten überfüllt wird mit Namen und Ortsangaben und Stämmen und Planeten und man irgendwie das Gefühl hat, wer ist jetzt eigentlich wer und warum und wozu und wer war nochmal das? Ich habe mich die ersten 200 Fragen ständig wieder gefragt, auf welcher Seite war der nochmal, gehört der dahin oder daher, wie kommt man auf solche Namen? Das kennt man aus dem High-Fantasy-Genre durchaus und ich hatte aber noch in keinem meiner Fantasy-Bücher solche Probleme mit Namen wie in diesem Buch. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht liegt es an diesem Science-Fiction-Einfluss, denn man hat hier tatsächlich so eine Mischung aus Science-Fiction, High-Fantasy, weil hier eine neue Welt
im Grunde geplant ist, wozu ja eigentlich High Fantasy neigt, aber es ist eben sehr Science-Fiction-lastig, sehr zukunftslastig, während ja High Fantasy tatsächlich eher in mittelalterlichen Gegenden spielt. Aber hier sind wir irgendwie in fernen Galaxien, alles hat verwirrende Namen und es ergibt auch irgendwie gar keinen Sinn, wie diese Namen aufgebaut sind, dass man irgendwie merkt, die gehören zusammen. Also, ne, das ist dann, wenn schon Kyra, die Schwester von Rützek, und dann treffen wir auf Arkos und der hat einen Bruder, der heißt Ejeje. Und irgendwann ist man raus. Das fand ich ein großes, großes Problem dieses Buches. Um da reinzukommen, diese ersten 150, 200 Seiten fand ich ganz, ganz schwierig. Ich habe das zusammen begonnen mit der lieben Susan vom Kanal Waldschrat liest. Und wir haben wirklich die ersten 3, 4 Leseabschnitte gesagt, wir verstehen irgendwie gar nichts mehr. Wir waren total verwirrt. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, da ist man drin. Und wenn man in dieser Geschichte einmal drin ist, dann suchtet man sie weg. Ich war dann auch eine sehr schlechte Mitlese-Gegenpartei sozusagen, weil ich es dann eigentlich in 2, 3 Rutschen gar weggelesen habe. Also als diese ersten 3, 4 Leseabschnittstage, 3 Leseabschnittstage waren es, glaube ich, vorbei waren, ich mich dieser Geschichte geöffnet habe, nicht mehr über Namen nachgedacht habe, ich die Namen irgendwie trotzdem in mir hatte, dann lief dieses Buch wie geschmiert. Es war unglaublich spannend, es war total packend und es hat einfach Spaß gemacht, diese Science-Fiction-Geschichte zu lesen, diese Welten zu entdecken. Aber, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Aber. Leider schafft es Veronica Roth, keine lebendige Welt zu erschaffen. Man hat sehr wenige Ortsbeschreibungen, Landschaftsbeschreibungen. Wir wissen teilweise nicht mal, wie die Menschen aussehen. Ich hatte manchmal wirklich nur sehr blasse Vorstellungen von den Charakteren, die ich da auf 600 Seiten begleitet habe. Es geht auch los, dass man bei manchen Namen gar nicht weiß, sind sie männlich oder weiblich. Was man jetzt sagen kann, ist kein Problem. Aber um sich irgendwie einen Bezug zu diesen Menschen herzustellen, sollte man doch irgendwie wissen, Haare, Gesicht, keine Ahnung, irgendwelche Merkmale, irgendwas. Und wenn einem da nichts gegeben wird, ist das unglaublich schwierig. Und das hat auch wirklich lange gebraucht, bis man Kyra oder auch Arkos vor Augen hatte, ganz zu schweigen von Rützek oder diesen Orakeln und all diesen Charakteren, die da drin waren. Man hatte da wirklich kaum Gesichter vor Augen. Das finde ich unglaublich schwierig, dann diesen Geschichten auch zu folgen, wenn man eben nichts vor Augen hat. Aber wie gesagt, wenn der Groschen sozusagen mal gefallen ist, dann wird das besser. Und man ist dann irgendwie drin und denkt auch nicht mehr so drüber nach. Allerdings hätte ich mir wirklich mehr Beschreibungen der Umgebung vorgestellt. Wir sind hier in Science Fiction. Ich will wissen, wie das Raumschiff aussieht, wie der Planet aussieht, wie die Städte aussehen, was die Menschen da besonders macht und was auch immer, das hat mir alles gefehlt. Jetzt könnte man sagen, Mensch, das Buch hat schon 600 Seiten, wie dick hätte es denn werden sollen? Ja, da gebe ich absolut recht, aber es gibt dann eben Dinge, die irgendwie ständig erzählt werden, ständig wiederholt werden, wo ich mir denke, das hätte man auch einfach mal einmal ordentlich erzählen können und dann hätte man im Grunde einfach die Zeit dafür nutzen können, um eben über diese wichtigen Dinge zu sprechen. Also das, ja. Es gibt einen Perspektivwechsel zwischen Kyra und Arkos. Ja, seht ihr, das ist auch noch schwierig. Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Kapitel immer anfangen mit dem, wer wir sind. Also man weiß immer, wer man ist. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, war, dass wir bei Kyra den Erzählstrang aus der Ich-Perspektive bekommen haben und bei Arkos wurde auf einmal aus der dritten Person erzählt. Das hat mich tatsächlich irgendwie verwirrt, weil ich immer bei Arkos dachte, warum erzählt er uns denn jetzt nichts von sich, sondern es wird über ihn erzählt, während eben bei Kyra sie uns die Dinge erzählt. Das hat mich tatsächlich manchmal irritiert. Das hat immer mal so Fragezeichen in mir aufgeworfen, weil ich eben dann manchmal gerne bei Arkos auch gewusst hätte, wie denkt er das und nicht nur, dass er denkt sozusagen. Und da fand ich irgendwie merkwürdig, warum sie diesen Stilmix innerhalb eines Stilmixes noch braucht. Wisst ihr, wie ich meine? Das, ja. Die Brutalität in diesem Buch ist manchmal schier nicht auszuhalten. Es gab wirklich Momente in diesem Buch, vielleicht gerade so im letzten Drittel, da haben wir eine unglaubliche Gewaltbereitschaft. Wir sind wirklich gruselig auch gefühlt unterwegs und wir sind natürlich hier gerade bei der Familie von Kyra, die eben die Gleichberechtigung für ihre Menschen, Mitmenschen wollen. Natürlich kann man verstehen, dass Leute, die irgendwie der Meinung sind, dass ihnen was gehört, was vielleicht nicht der Fall ist, wie das eben im Falle von Rützek ist, dass man dann zu Brutalität irgendwie neigt, dass man seinen Feind auch irgendwie vernichten möchte und keine Ahnung. Aber
Es war an mancher Stelle schon sehr, sehr extrem. Es war sehr blutig, es tat einem manchmal tatsächlich auch einiges selbst weh und man musste auch mal so einen Moment verschnaufen. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, was für ein Jugendbuch geeignet ist. Ich finde tatsächlich, dass das schon... Also es gibt so ein, zwei Dinge, wo ich wirklich dachte, nee, das hätte ich auch nicht lesen wollen. Ich bin ja bestimmt nicht mehr jugendlich. Also ich frage mich, warum man sich dazu entschlossen hat, daraus ein Jugend-Science-Fiction-Buch zu machen und es nicht einfach bei einem Science-Fiction-Buch gelassen hat. Also das ist so ein bisschen tatsächlich die Frage, die ich mir stelle, was irgendwen dazu veranlasst hat, dass das was für Jugendliche ist. Also auch im Grunde für unter 16-Jährige. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen kritisch und ein bisschen schade. Ansonsten war es wirklich nach dem ersten Drittel spannend, packend, mitreißend. Man ist in diese Geschichte eingeflossen. Es gab Wendungen, auf die ich nie gekommen wäre. Ich habe mit Kyra und auch Akos wirklich mitgefiebert, mitgelitten und es gibt wunderbare Passagen, tolle Dialoge und man fühlt dann einfach schon mit, auch wenn einem, wie mir immer, das Gesicht so ein bisschen gefehlt hat, dadurch, dass einfach die Beschreibung zu wenig für mich war. Ich fand es dann nach diesen 200 Seiten, die am Anfang mich unglaublich schwierig waren und verwirrend, einen guten Start in eine Reihe. Es hat wirklich Spaß gemacht, die 400 Seiten sozusagen dann zu lesen und ich habe die auch wirklich dann in 2 Tagen verschlungen und hatte wirklich Spaß mit dieser Geschichte und auch mit dem Austausch, den ich dann mit Susan hatte. Und wie gesagt, ich war keine gute Mitleserin, weil ich dann einfach verschlingen wollte, weil ich nicht noch ein Buch parallel lesen wollte und einfach wissen wollte, wie es hier weitergeht, was ja doch für ein Buch spricht. Ich gestehe, ich freue mich jetzt auf den 2. Band. Im Englischen gibt es ihn, glaube ich, noch nicht. Bin sehr gespannt, kommt er, glaube ich, jetzt erst raus. Bin sehr gespannt, wann er denn dann bei uns in Deutsch herauskommt. Und muss aber ehrlich sagen, man muss sich durch die ersten 200 Seiten wirklich so ein bisschen quälen. Ich habe gesehen, dass Eric von den Two Heads zum Beispiel irgendwie gesagt hat, er hat sich noch einen Zettel gemacht. Ich glaube, das hätte tatsächlich geholfen. Aber ja, wer zu diesem Buch dann vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren möchte, auch zu unseren Gedanken, es ist ein Hangout geplant. Ich glaube, für den 16. Da werden wir über dieses Buch dann ein bisschen sprechen. Guckt da einfach auf Instagram, Facebook vorbei, beziehungsweise dann in den nächsten Bücherwochen. Da werde ich das auf jeden Fall nochmal erzählen, wann es damit losgeht, wann das Hangout beginnt. Und ja, es war eine gute Geschichte, also es war eigentlich eine sehr gute Geschichte und würde man die ersten 200 Seiten streichen, wäre es wirklich ein grandioser Auftakt gewesen. Aber man darf die 200 Seiten einfach nicht vergessen, aber es war gut. Also ich fand es wirklich gut, ich fand die Idee gut, mir hat der Science-Fiction-Anteil gefallen, der Fantasy-Anteil. Es gibt das ein oder andere Manko, aber vielleicht schafft es dann Veronica Ross, das im 2. Teil ein bisschen besser zu machen. Dann kommen wir zum Leseclub-Buch des Monats und hierbei hat es sich gehandelt um die Falle von Melanie Rabe, ein Geburtstagsgeschenk, das ich geschenkt bekommen habe, denn das Buch selbst ist bereits im März 2015 erschienen im BTB Verlag und hat als Taschenbuch kostet es 10 Euro, als E-Book 9 Euro, es gibt es bestimmt auch schon gebraucht, ein bisschen günstiger. Und hat 346 Seiten. Ist bei mir deklariert als Thriller. Im Leseclub haben manche schon festgestellt, dass bei ihnen Roman draufsteht. Was ich ein bisschen merkwürdig fand. Aber für mich ist es definitiv ein Thriller-Gefühl gewesen des Lesens. Ja, es geht hierbei um die berühmte und bekannte und erfolgreiche Romanautorin Linda. Ich glaube, sie ist 38, glaube ich. Und lebt seit über 10 Jahren in einem Haus am Starnberger See zusammen mit ihrem Hund. Und dieses Haus hat sie auch seit 10 Jahren nicht mehr verlassen. Denn vor etwas über 10 Jahren wurde ihre Schwester ermordet. Sie kam gerade noch dazu, als der Mörder flüchten konnte. Sie konnte ihn im Grunde aber nicht mehr richtig identifizieren. Und sie lebt eben seitdem irgendwie mit dieser Schuld und geht nicht mehr aus diesem Haus heraus. Schreibt aus diesem Haus heraus dann dennoch sehr erfolgreiche Geschichten. Eines Tages schaut sie in den Fernsehen und sieht dort den Mörder ihrer Schwester und möchte ihm eine Falle stellen, indem sie ein Buch schreibt, einen Thriller schreibt und dann eben diesem Reporter ein Exklusivinterview geben möchte, der dieses Angebot annimmt und ja, die Falle soll dann eben im Haus sozusagen zuschlagen.
Ich selbst habe jetzt von Melanie Rabe schon sehr, sehr viel gehört, aber noch nichts gelesen. Gerade die Wahrheit war ja, glaube ich, im letzten Jahr wirklich sehr, sehr gehypt und war wirklich auch sehr erfolgreich. Und ich war sehr neugierig auf den Thriller-Schreibstil von Melanie Rabe, war sehr neugierig, ob mir diese Autorin das Thriller-mäßig geben kann, was ich gerne lese. Ich muss ehrlich sagen, leider nicht so wirklich. Es war sehr schwierig, mit Linda mitzufiebern, mitzuleiden, denn man hatte manchmal schon den Eindruck, sie ist sehr verrückt, sehr, ja, auch einfach psychisch gestört durch das, was ihr eben im Leben passiert ist, was man ihr gar nicht verdenken kann. Allerdings war es eben manchmal schwer, sie sympathisch zu finden oder ihr eben auch irgendwie was Gutes zu wünschen, wenn man so sagen kann. Die Idee, dass man hier ein Buch im Buch hat, fand ich wiederum sehr, sehr gut, denn wir lesen eben auch das Buch, was hier Linda schreibt sozusagen, um dann eben auch so ein bisschen ein paar Fragen mehr gestellt zu bekommen sozusagen, beziehungsweise eben auch Antworten zu erhalten. Und der Anfang war sehr packend, sehr spannend, mittig wurde es dann mal ein bisschen zäher und dann habe ich eigentlich so bei den letzten 2-3 Leseabschnitten, also den letzten 100, 150 Seiten gewartet, so jetzt kommt das Ende, das dich wegflashen wird, und ich war eigentlich sehr schockiert über dieses Ende, denn das, all das, was ich mir ausgedacht hatte als Möglichkeiten, war um Längen besser als das, was sich Melanie Rabe als Ende ausgedacht hat. Ich finde das Ende wirklich nicht gelungen. Es war für mich dann irgendwie eine Überraschung, dass es wirklich so geendet hat, und ich hätte mir irgendwie 10 anderen Enden gewünscht. Also ich war wirklich enttäuscht und dachte mir, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Also ja, leider war Anfang unglaublich spannend, Mittelteil irgendwie okay. Der Schreibstil war manchmal sehr einfach gehalten, er war flüssig, man konnte ihm schon gut folgen. Es war auch die nötige Spannung da, es war auch hier so die letzten 150 Seiten so, dass man schon wissen wollte, und wie endet es jetzt? Also der Spannungsbogen war auf jeden Fall vorhanden. Es war nicht so, dass man es nicht wissen wollte, sondern man wollte bis zum Ende lesen, und das hat mich dann auch schon gepackt, und ich musste dann heute früh auch gar den Abschnitt von morgen lesen, weil ich dann dachte jetzt, ach, die 50 Seiten, die musst du jetzt auch noch lesen. Das Gefühl war gut, auch die Thriller-Aspekte in diesem Buch fand ich gut. Ich hatte tatsächlich lange Zeit Angst um den Hund von unserer Linda. Und man denkt sich halt ständig nur, nein, lass diesem Hund nichts passieren, was totaler Irrsinn ist. Aber ja, das war einer der vielen Gedanken, die ich hatte. Alles in allem war es auch schon ein intelligenter Thriller, der Aufmerksamkeit braucht, dass man dem wirklich folgt, dass man dabei ist, dass man das gut mitliest, dass man mitdenkt. Ich persönlich habe mir aber tatsächlich zu viele Gedanken gemacht, denn auf dieses Ende wäre ich nie gekommen. Ja, alles in allem hat auch der Austausch wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht im Leseklub. Das ist ja wirklich was mir immer gefällt, wenn man sich austauschen kann, wenn man über verschiedene Leseabschnitte diskutieren und sprechen kann. Das hat auch wieder wunderbar geklappt. Und ja, ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, ob ich nochmal zu einem Melanie Rabe Buch ergreifen würde. Vielleicht kennt ihr beide Bücher, also jetzt die Falle und dann vielleicht auch die Wahrheit. Dann könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben, wie ihr das so findet in den Kommentaren, ob die Wahrheit dann all das wettmacht, was man in der Falle vielleicht nicht so gut fand. Insofern ihr die Falle jetzt auch so wie ich eher okay fandet, und ja, sie war eigentlich schon gut, also keine Frage, sonst hätte man auch das Ende jetzt nicht weggesuchtet, aber es war halt jetzt kein Thriller, der einen, denke ich, lange in Erinnerung bleibt oder einen tief ins Mark irgendwie sozusagen, ja, berührt hat, verletzt hat, irgendwas hinterlässt. Also das finde ich schade, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es zu lesen. Das war's buchtechnisch in dieser Woche, und mir schläft hier gerade der Fuß ein. Ich muss mal kurz mein Bein ein bisschen rumdrehen. Ja, was gab es zu der letzten Woche noch so ein bisschen zu erzählen? Ja, es gab ja am Dienstag das Autoren-Hangout zusammen mit der tollen Michelle Schrenk. Es hat unglaublichen Spaß gemacht. Wer es live verpasst hat, kann natürlich sich die Aufzeichnung noch anschauen. Die findet ihr natürlich unten in der Infobox. Das nächste Autoren-Hangout wird es Ende März geben. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Da ist ein ganz, ganz toller Autor da. Freue ich mich schon sehr. Und werdet natürlich frühzeitig erfahren, wer es sein wird. Dann in der letzten Woche war ich wieder Westworld-süchtig. Ich habe ja Westworld, ja, begann im Grunde Anfang Februar auf Sky. Kann man sich die Folgen anschauen, da laufen sie jetzt eben im Pay-TV. Und diese Woche lief Folge 7 und 8, und ich war nach 7
auf jeden Fall zerstört. Das war eine unglaubliche Folge. Es hat mich so mitgenommen. Und auch wenn zum Beispiel durch die dritte Folge so ein bisschen langatmiger war, ab Folge 5 war es wieder Wahnsinn. Und wirklich 7 war bombastisch gut. 8 war... Oh, man sitzt einfach sprachlos tatsächlich davor. Wer Westworld noch nicht kennt... Das ist ja so eine Science-Fiction-Geschichte mit einem Western-Anteil und beruht ja auf einem Roman von Robert Grichten, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, der auch Jurassic Park sozusagen geschrieben hat. So, jetzt kommt gerade die Sonne, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu überbelichtet. Und wir haben hier eben einen Freizeitpark im Wild-West-Style. Und man kann da als normaler Mensch eben hinreisen und trifft dort eben auch auf Menschen. Aber diese Menschen sind keine echten Menschen. Sie sind Hosts, denn sie sind im Grunde Roboter, meine Güte, die ja dennoch irgendwie ein Eigenleben haben, sich Gedanken machen und vielleicht sogar Gefühle haben. Das gilt es herauszufinden. Und es ist auch grandios besetzt, unter anderem mit Anthony Hopkins, Ed Harris. Ich weiß noch nicht, wer sonst alles dabei ist. Es sind großartige Schauspieler, die diese Hosts spielen. Das, glaube ich, verlangt auch als Schauspieler unglaublich viel ab. Es gibt Momente, wo die wirklich minutenlang ungerührt da sitzen, da stehen. Gut, man weiß nicht, ob es tatsächlich der echte Mensch ist, der da sitzt, oder ob es dann tatsächlich vielleicht irgendwie so Puppen gibt, die da sitzen. Das könnte ich mir vielleicht tatsächlich sogar vorstellen, dass da gar kein echter Mensch dann sitzt. Aber also es ist grandios gemacht. Es hat einen tollen Soundtrack. Es gibt Musik von DBC, von Amy Winehouse, von Spiel mir das Lied vom Tod, so echte Musik aus dem Wilden Westen. Ach, finde ich großartig. Also eine tolle Serie, die mir sehr viel Spaß macht, und ich freue mich dann schon auf Staffelfinale in der nächsten Woche, und ist für mich auch wirklich so ein Serienhighlight im Februar gewesen und hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht. Dann gab es letzte Woche tolle Neuigkeiten, beziehungsweise erst am Freitag kam oder Donnerstag kam die Mail, dass ich ein Lounge-Blogger des Drachenmond-Verlages bin, und ich habe mich mega darüber gefreut. Es kam eine Anfrage bei mir an, ich glaube so vor 2 Wochen, dass ich ja schon so manches Drachenmond-Buch gelesen habe und eben auch den Drachenmond-Verlag immer so ein bisschen dadurch im Grunde unterstützt habe als Booktuber, eben dann auch Bilder poste und ja auch schon Laura Labers zu Besuch auf meinem Kanal hatte, die ja auch eine Drechin sozusagen ist, also ein Drachenautor ist. Und ob ich gerne dabei wäre, und ich habe mich mega gefreut. Also war so eine berührende Anfrage für mich, und ich dachte mir nur, wow, es ist so grandios. Laura Newman ist ja auch mit Coherent im Drachenmond Verlag und viele andere Autoren natürlich. Und ich da einfach versprachlos vor dieser E-Mail saß und natürlich gesagt habe, natürlich bin ich da dabei. Und jetzt gucke ich mal, wie sich das so entwickeln wird, was so ein bisschen dabei sein wird. Also es wird wohl so sein, dass man eben Bücher auch schon vorab lesen kann und vorher ein bisschen berichten kann. Ich denke auch mal, dass es was für die Leipziger Buchmesse geplant sein wird, die ja in 4 Wochen ist. Und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und ihr könnt euch sozusagen ein bisschen mit mir freuen, dass es hier ein bisschen Drachenmond verrückter wird als eh schon. Und ich freue mich da wirklich drüber und bin echt dankbar für diese Möglichkeit und finde es auch schön, dass es dazu jetzt eine Community gibt. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo sich ausgetauscht werden kann. Freue mich darüber, auch ein paar bekannte Gesichter gesehen zu haben, ein paar Unbekannte, die man jetzt entdecken kann. Und ich finde das wirklich großartig, was da eben der Drachenmond Verlag sich so überlegt hat. Und überhaupt ist ja dieser Verlag wirklich ganz besonders mit viel Liebe. Und bin ich wirklich ein großer Fan, und ihr findet natürlich alles unten in der Infobox. Und sobald es da irgendwas sonst noch Neues gibt, erzählerisch, werdet ihr das auf jeden Fall auf meinem Kanal auch hören. Dann gibt es seit heute Samstag ein Gewinnspiel auf Instagram, und zwar zu der Buchverfilmung zu Die Frau im Mond. Ich darf hier 2 Freikarten verlosen und ein Buch, und alle können natürlich mitmachen, die in Deutschland wohnen und mindestens 18 sind. Und ihr findet das Gewinnspiel, wie gesagt, auf Instagram. Natürlich wird es dann auch nochmal auf Facebook beworben werden. Ihr habt die Möglichkeit, bis zum 3.3. mitzumachen. Schaut da also gerne vorbei, wenn ihr euch den Film ansehen wollt oder vielleicht lieber das Buch lesen wollt. Je nachdem könnt ihr dann eben für eins der beiden in den Lostopf hüpfen. Und ich würde mich da wirklich sehr, sehr freuen, wenn
wenn ihr da zahlreich mitmachen würdet. Ich freue mich auch über diese Möglichkeit, das verlosen zu können und bin natürlich auch sehr gespannt dann auf die Buchverfilmung, die ich vielleicht tatsächlich noch im März schaffe anzugucken. Ansonsten schauen wir mal, wie sie da so zeitlich in meinen Kinoplan sozusagen passt. Für die kommende Woche ist ein Hangout geplant. Am 2.3. ab 19.30 Uhr sprechen ein paar Buchverrückte über Terror. Wir haben ja im Januar Terror gelesen von Dan Simmons, sind ja angefixt worden von Thorsten vom Kanal Toto Liest. Und ein paar dieser Leser waren ja auch Booktuber. Und wir sind jetzt, glaube ich, zu siebt, wenn ich mich einschließe. Und wir wollen dann eben mit euch über Terror sprechen. Und mit dabei sind Susan, Thorsten, Sarah, Sandra, Ben und Nettie, die ihr dann natürlich jetzt auch auf dem Bild sehen könnt, das ich einblende. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr zahlreich mit dabei sein werdet. Das Hangout wird auf meinem Kanal stattfinden. Die Veranstaltung wird, denke ich, dann auch schon Mittwoch eingerichtet werden von mir, sodass ihr dann schon sehen könnt, wann geht's los? Und dann auch der Link schon da sein wird, dass ihr euch das vormerken könnt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid ab 19.30 Uhr und wir uns dann ein bisschen austauschen können. Es wird auf jeden Fall in diesem Jahr, denke ich, noch ein bisschen Dan Simmons lastiger, denn wir wollen im April auf jeden Fall auch Truth lesen und ich denke mal, dass noch das ein oder andere Buch in diesem Jahr auf jeden Fall folgen wird. Auf meiner Wunschliste steht ja auch ganz oben der Berg von Dan Simmons, wo es ja um die Mount Everest Besteigung geht. Das ist aber dann tatsächlich eher so ein Winterbuch, ich denke für Oktober, November. Ja, viel eher möchte ich keinen Schnee jetzt mehr lesen, jetzt wo er endlich mal weg ist. Und ja, wer also auch Lust hat, da vielleicht mitzulesen, ich packe alles in die Infobox, schaut da natürlich gerne vorbei. Letzte Woche am Mittwoch gab es dann auch die vierte und letzte E-Book-Ausgabe sozusagen des Amazon Indie Autorenfestivals. Ich habe da ja wirklich im Februar sehr, sehr zugeschlagen, so auch jetzt beim vierten und letzten Mal. Amazon hatte ja den Februar zum Indie-Self-Publisher-Monat ausgerufen, beziehungsweise ist das, glaube ich, so der Februar grundsätzlich. Amazon hat diesmal eben dann nur eine große Werbeaktion gemacht und eben den Self-Publisher die Möglichkeit gegeben, ihre Werke günstiger sozusagen zu verkaufen. Und ich habe diesmal auch zweimal zugeschlagen. Dritte steht noch auf der Liste. Aber ich habe mir zugelegt auf die Freundschaft der tollen Annika Bühnemann. Hat, glaube ich, war für 89 Cent. Und ich habe ja bis jetzt von Annika Bühnemann nur ein Buch gelesen und freue mich jetzt auf die Freundschaft mit folgendem Klappentext. Alles auf Anfang. Das wünscht sich Claudia, als sie ihre Ehe mit Ken für gescheitert erklärt und aus den USA zurück in ihre alte Heimat nach Deutschland zieht. Zum Glück warten dort ihre alten Schulfreundinnen und die vier Frauen meistern Schulter an Schulter die Herausforderungen des Lebens. Familie, Kinder, Job und Liebe. Claudia gibt die Hoffnung nicht auf, den Mann fürs Leben noch zu finden. Vielleicht ist es Lutz, ihr charmanter Chef. Dann taucht Ken auf und bittet sie um eine zweite Chance. Doch kann ihr Ex-Mann sich wirklich ändern? Ich bin großer Fan vom YouTube-Kanal von Annika Bühnemann und auch einfach von ihr als Mensch und freue mich auch schon, sie in Leipzig zu sehen und bin sehr gespannt, ich glaube, auf ihr Erstlingswerk und freue mich, dass ich es nun auf dem Sub habe und diese wunderbare, ja doch so ein bisschen Liebesroman angehauchte Geschichte hoffentlich im kommenden Frühling auf jeden Fall lesen werde. Und dann habe ich mir, ich glaube, tatsächlich meinen ersten Self-Publisher-Thriller gekauft, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und zwar Das Wasser von Anna Engel, beziehungsweise Herausgeber ist Alexandra Ferz. Habe ich leider von beiden noch nichts gehört. Auch für 89 Cent. Und es klang einfach unglaublich spannend. Ein Mann ist mit einem gefährlichen Virus auf dem Weg nach Rom. Ein Anschlag auf den Vatikan ist geplant. Doch der Mann verunglückt mit seinem Wagen in den Alpen. Der Wagen stürzt in einen Fluss, der an dem Allgäuer Städtchen Oberhofen vorbeifließt. Aus dem Fluss wird das Trinkwasser für den Ort gewonnen. Es dauert nicht lange, bis das Virus seine Wirkung zeigt. Eine Familie richtet ein Blutbad an. Schnell wird klar, dass es sich hier um mehr als eine amoklaufende Familie handelt. Denen, als das SEK zu Hilfe kommt, passiert Schreckliches. Kurz darauf wird der Ort von der Außenwelt hermetisch abgeriegelt. Mittendrin ist die junge Familie Lux, Stefan, Elisabeth und Tochter Lena. Sie scheinen wie wenige andere nicht infiziert zu sein. Sie müssen aus Oberhofen verschwinden. Doch alle Wege nach draußen sind versperrt und die infizierten Feinde, einst liebe Menschen, lauern überall.
Und das klang für mich tatsächlich nach so einem Polit-Thriller, wie er eigentlich irgendwie gefühlt aus dem Leben gegriffen ist. Denn ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass das möglich ist. Es gibt ja mittlerweile, also es gibt ja schon sehr viele Chemiekeulen, die eben das Trinkwasser verseuchen und dann, ne, das gibt es ja alles in der Politik. Und so kann ich mir vorstellen, wenn das eben in den falschen Händen gerät oder wie hier dann auch noch durch einen Unfall, das irgendwie ja im Grunde verunglückt ist und dann ins Trinkwasser gerät und dann eben die Menschen durch diesen Virus, durch dieses Infiziertheit irgendwie austicken, dass dann eben tatsächlich ein ganzer Ort brach liegt und eben schlimme Dinge passieren können. Und ich fand das einfach spannend, interessant und ich fand auch den Klappentext von dem, was er rüberbringt, schon sehr, sehr spannend geschrieben und bin sehr gespannt, ob mich dieser Thriller denn dann packen kann. Er hat auch sehr gute Bewertungen auf Amazon. Deswegen habe ich ihn mir dann auch zugelegt. Es gibt ja nur ein oder zwei Bücher, die ich für diese Woche auf der Wunschliste habe. Da werde ich aber mal sehen, ob ich noch zugreifen werde oder eher nicht. Das seht ihr aber dann spätestens in den Neuzugängen-Video, das wahrscheinlich am Dienstag kommen wird. Und könnt also hier auf jeden Fall gespannt sein. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Es gibt jetzt noch die Umfrage für den Leseklub für das Märzbuch, welches letzte Woche gestartet ist. Diesmal durfte Phil Sub-Bücher auswählen. Wir hatten jetzt die letzten drei Monate ja immer diese Geburtstagskind-Sub sozusagen. Das Januarbuch hat Alicia ausgesucht. Sie hatte im Dezember, ich habe das Märzbuch ausgesucht, ich hatte im Januar. Und Phil sucht jetzt eben das Märzbuch aus, weil er im Februar Geburtstag hatte. Und es sind drei sehr spannende Bücher geworden, die er ausgesucht hat und ihr habt noch die Möglichkeit bis zum 1. März abzustimmen. Natürlich alles auch hier in der Infobox. Und als erstes findet man Die Gerechte von Peter Swanson. Ein relativ neues Buch und hier heißt es, nur sie entscheidet, wer den Tod verdient. Eine Flughafenbar in London, es ist Abend und Ted Severson wartet auf seinen Rückflug nach Boston, als eine attraktive Frau sich neben ihn setzt. Kurz darauf vertraut er geheimnisvollen Fremden an, dass seine Frau ihn betrogen hat. Mit ihrer Reaktion jedoch hat er nicht gerechnet. Sie bietet ihm Hilfe an beim Mord an seiner Ehefrau. Ein Trick, ein morbider Scherz oder ein finsteres Rachespiel, das nur ein böses Ende nehmen kann. Klingt unglaublich spannend und wirklich sehr, sehr thrillerig und ja, klingt auf jeden Fall gut. Das zweite Buch ist Silo von Hugh Howey, ein Buch, das schon, glaube ich, ein bisschen älter ist. Es gibt, glaube ich, insgesamt ist es eine Trilogie, wenn ich mich nicht irre. Es sind auch, glaube ich, mittlerweile alle drei Teile schon erhältlich. Wenn einem also der erste Band packt, könnte man direkt weiterlesen. In einer feindlichen, zerstörten Umwelt gibt es nicht mehr viele Menschen. Sie haben sich in riesiges Silos unter der Erde geflüchtet. Um zu überleben, müssen sie die strengen Regeln des Silos befolgen. Aber einige wenige tun das nicht. Sie sind gefährlich. Sie wagen es zu hoffen und zu träumen und stecken andere mit ihrer Hoffnung an. Ihre Strafe ist einfach und tödlich. Sie müssen nach draußen. Raus aus dem Silo. Juliet ist eine von ihnen. Vielleicht ist sie die Letzte. Das klingt wieder so ein bisschen nach Endzeit, dass die Menschen unter die Erde mussten und man dann eben mit diesem Gedanken spielt, wenn ihr da eben nicht drauf hört, was die Regierung, was ja dann wieder so eine Dystopie im Grunde geht, euch sagt, dann müsst ihr nach draußen. Und dann muss man eben überlegen, was ist da draußen und möchte man als Rebell vielleicht nach draußen, um zu erleben, was ist da überhaupt. Und wieder sehr, sehr spannend, gefällt mir auf jeden Fall ebenfalls gut. So auch das dritte Buch, das ist Winter People von Jennifer McMahon aus dem Ullstein Verlag, ebenfalls ein Thriller. Hier heißt es, durch einen grausamen Mord verliert Sarah ihre kleine Tochter Gertie. Ein Brief mit einem uralten Geheimnis hilft ihr, Gertie von den Toten zurückzuholen. Für 7 Tage, in denen sie von ihrem geliebten Kind Abschied nehmen kann. Doch sie ahnt nicht, worauf sie sich einlässt. Denn manchmal finden die Toten nicht zurück. Und das Grauen hält Einzug in die Wälder von Vermont. Das klingt so ein bisschen wie Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King, allerdings eben mit Menschen, mit diesem Gedanken, sein Kind zurückzuholen, was man ja absolut verstehen kann, es aber einen natürlich schon gruselt und man auch irgendwie beängstigend finde, dass natürlich die Menschen sich dann irgendwie verändern. Also ja, alle drei Bücher stehen zur Auswahl für den März. Ihr könnt noch bis zum 1.3. abstimmen. Ihr findet das natürlich unten in der Infobox. Seid auf jeden Fall mit dabei, wenn euch eins der drei Bücher interessiert.
Vielleicht finden sich auch noch ein paar Leute, wenn es irgendwie sehr, sehr knapp wird, nachdem es aktuell so aussieht. Und wir lesen dann eben auch den Zweitplatzierten vielleicht zusammen. So haben wir es ja im Februar auch gemacht. Da wurde ja die Berufene dann in einer kleineren Lesegruppe gelesen. Für alle, die mitlesen wollten, war ja auch zur Abstimmung gestanden. Und die Wahrheit dann eben im Leseclub. Also wer Lust hat, der kann jetzt gerne mit abstimmen. Und ich freue mich auf jeden Fall, egal welches der drei Bücher es denn wird. Und das war es dann heute auch schon. Meine Güte, gab ganz schön viel zu erzählen. Und ja, ich freue mich jetzt in dieser Woche auf jeden Fall auch auf den Hangout mit den tollen BookTube-Kollegen zum Thema Terror von Dan Simmons. Ein Buch, das immer noch nachhallt, von dem ich immer noch träume. Und das wirklich etwas in einem so ein bisschen verändert hat. Fast so ein bisschen wie Justin Cronins Passage-Trilogie. Auch von der träume ich nach wie vor. Also man merkt, manche Bücher nehmen einen einfach mehr mit als andere. Und ja, was wird noch gelesen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen lost, was meine Buchauswahl angeht. Ich glaube, ich brauche nach dem Thriller und diesem Wälzer tatsächlich mal irgendwie ein bisschen was Freundliches und Herzerwerbendes. Ich glaube, ich werde zu einem Adriana Popescu Buch greifen. Guckt einfach mal auf Instagram und Facebook vorbei, da poste ich in der Regel immer so ein bisschen, was ich gerade lese mit Bildern oder auch dem Lovely Books Status. Guckt da einfach gerne vorbei und dann seid ihr da auf dem neuesten Stand und wisst in etwa, was euch in der nächsten Woche in der Bücherwoche dann erwarten wird. Und jetzt rede ich gar nicht mehr länger drum rum. Ich glaube, mehr gibt es auch definitiv nicht zu erzählen und wünsche euch nun noch ein schönes Wochenende, einen tollen Tag, einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.